Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Deck-Profile. Heute den Erstplatzierten der Regional. Ich bin dafür Gültigen, das ist Regional JK. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da kurz einen Cut, gehen wir ins Deck. Gut, ich würde sagen, gehen wir dann ins Deck und du erklärst uns einfach ein bisschen, was gut kam und was nicht. Ja, ich spiele Thunder Drinks, deswegen dreimal Thunder Drink, Standard. Eigentlich die Standard Thunder Drink Palette. Ja. Alles. Dreimal? Ja. So viel fies für das Thunder Dragon Zeug. Dann dreimal Solar, weil du mit dem First Cell gut Feld aufbauen kannst. Dreimal Ash, weil Ash broken ist. Dann dreimal Reaper, weil Reaper Spiele gewinnt. Zwei Denkos gegen Altergeist. Zwei BLS, weil BLS gut ist. Und ihr behinderter Cousin. Alles klar, gut. Das war's für die Monster. Jawohl. Oh, dann habe ich hier dreimal Thunder Dragon Fusion, weil Fusion broken ist. Mhm. Dreimal Gold Sarkophag, weil Gold Sarkophag einfach alle Plays enabled. Ja. Dreimal Allure, weil du insgesamt 6 Targets, 9 Targets hast mit Reaper und die immer gut kommt. Mind Control für das Mirror Match. Kamen die gut, die Mind Control heute, oder würdest du die heute habe ich sie gar nicht verwendet, habe sie ja größtenteils ausgesalbt. Alles klar, gut. Dann zweimal Instant Fusion. Ja, höher. Leg die gerade nochmal ein Stück höher, genau, danke. Und eine Reborn. Eine Reborn, alles klar. Zwei Instant Fusion ist ja eher ungewöhnlich. Ja, ich spiele nur einen Instant Fusion Target, deswegen brauche ich nicht mehr als. Ach so, okay, gut, alles klar. Zwei. Gut, dann gehen wir mal ins Extra Deck, würde ich sagen, zuerst. Ja. Drei Frauen hinten. Einmal den Opfer. Ja. Dreimal Koloss. Dreimal Koloss ist klar, Standard. Ja. Zwei Titans. Zwei Titans. Hast du mal einen dritten vermisst oder war das gut? Nee, ich habe nicht den dritten vermisst. Du kannst mit Fusion immer recyceln und du musst halt ein bisschen mehr darauf achten, was du alles hast. Alles klar, gut. Dann das erste Cherry Target, Kagari. Kagari. War das gut, Wanne? Oder warst du damit zufrieden? Oh ja, ich war damit zufrieden. Es hat relativ geholfen. Ja, ja. Dann jetzt zweites Cherry Target, die Säule. Ja. Hätte ich gerne heute gecherryt, kam leider nicht. Ja. Als letztes Cherry Target, Borrowlord. Borrowlord, okay. Auch mal beschworen oder nur als Cherry Target genutzt? Bis jetzt nur als Cherry Target benutzt. Okay. Kam gut. Hast du ja auch eben dadurch das Spiel gewonnen, quasi. Ja. Alles klar. Ich hätte im Finale ihn cherryen können, wenn ich wollte, aber. Ja. Dann ganz normal ein Underclock Taker. Ja. Der hilft einfach nur, um auf die Karte zu pushen. Dann ganz normal ein Phoenix. Ein Phoenix, ja. Und den einen Unicorn. Ja, ist auch Standard. Ja. Dann zweimal wirklicher Blitzbeschwörer. Reicht auf jeden Fall auch auf zwei, ja. Ja. Ist ja auch Standard, ja. Ja, du kannst ihn auch zum Teil recyceln. Genau, ja. Und einmal Boris Sword, weil ich es kann. Einfach die beste Karte im Extra-Deck. Ja. Gut, gehen wir noch über ein Side-Deck. Ja. Mein Side-Deck besteht aus dreimal Lockwork gegen Slash-Drive-DK. Ja, dachte ich mir. Musstest du die Karte boarden heute oder gar nicht? Heute gar nicht. Ich hatte heute nicht gegen Slash-Drive-DK gespielt. Ja. Dann den letzten Mind-Control. Ja. Habe ich auch leider nicht gemacht. Habe ich heute auch verwendet gegen Altergeist und Skystrecker. Ist Autowind gegen Altergeist fast, würde ich behaupten. Ah, fast. Ja. Village ist immer noch nervig. Das stimmt, ja. Dann dreimal Court by the Grave. Die Karte ist auf 3 und super broken, würde ich dazu sagen. Würdest du das unterstreichen? Ja, vor allem meine Gegner lassen mich anfangen, aus irgendwelchen übernatürlichen Gründen, auch wenn sie Skystrecker oder Altergeist spielen. Gut, alles klar. Dann dreimal Red Tribute. Gegen Altergeist. Gegen Altergeist. Gegen Evelyn. Ja. Und die kam heute richtig gut. Die, die habe ich auch gebaut gegen Rongo, weil man damit die Phantom Knight Falle negieren kann. Stimmt, auch keine schlechte Idee. Sehr, sehr gute Idee, ja. Alles klar. Und
dreimal Rivaly. Weil Rivaly einfach gut ist. Hast du auch oft geboardet? Ja, hab ich. Alles klar. Gut, dann wären wir durch, ja? Ja. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz und ja, nochmal Gratulation und danke fürs Deck-Profilen.